I just wanna say fuck you to fuck you again. Ja, Monette, Klitsche V hat einen neuen Klitsch für euch. Und heute zeige ich euch den heftigsten Black Ops 3 Klitsch, der existiert. Und das ist ein Warhack Klitsch. Und alles, was ihr dafür braucht, ist mindestens ein Partner in eurem Team oder bei Frei für alle drei Leute. Und dann packt ihr euch auf eure Sniper oder eurem Sturmgewehr ein Thermalvisier drauf. Weil wenn ihr das ohne Thermalvisier macht, dann klappt das alles überhaupt nicht. Wenn ihr dann eure Klasse fertig gemacht habt, dann schaltet ihr einfach das Spiel und wählt euch die Klasse mit der Sniper aus und wartet, bis der Countdown abgelaufen ist. Und wenn ihr dann einen Gegner gefunden habt, dann werdet ihr merken, dass ihr ihn nicht durch Wände sehen könnt. Und das ist richtig scheiße und richtig langweilig. Aber dann geht ihr einfach auf Start, Teamwechsel, auf COD-Caster und dann seht ihr schon den anderen Bot rot und alles ist in Ordnung und ihr könnt das Team wieder wechseln. Und wenn ihr dann bei Nukeform in diese Garage reingeht, dann könnt ihr hier durch diese Wand einfach jeden Laufweg von den Gegnern verfolgen. Ihr habt es gerade gesehen, ein Typ war gerade grün und das ist richtig heftig. Das ist der heftigste Black Ops Glitch, den es gegeben hat und auch noch geben wird. Und ich hoffe, dass es auch nicht gepatcht wird, weil das haben nämlich schon ein paar Randoms hochgeladen und das finde ich jetzt nicht so toll. Und deshalb habe ich mir beschlossen, den auch einfach hochzuladen, um euch mit dem geilen Content zu erfreuen. Und ich würde sagen, dann macht den Glitch auf jeden Fall nach. Es funktioniert nur in eigenen Spielen. Aber ich glaube, ich werde mal einen Glitch probieren, ob man das auch im Online schaffen kann. Ich werde es probieren mit einem anderen Kumpel. Und das kann man auf jeden Fall gut für Scrims verwenden. Aber im 1 gegen 1 bringt das alles gar nichts, weil ihr braucht mindestens 3 Spieler, damit der COD-Caster die andere Person rot erfassen kann. Und ich finde es auf jeden Fall richtig geil. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. Und bevor ich das vergesse, wenn euer Gegner kaltblütig mitnimmt, dann könnt ihr ihn leider nicht grün erfassen. Also würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle das kaltblütig entweder sperren oder einfach sagen, dass ihr ohne Perk spielt. Also sorry nochmal dafür. Aber jetzt auf jeden Fall, ciao, haut rein.